Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir haben beim letzten Mal einen großen Gegenspieler kennengelernt mit Mr. X. Ein großer Mann in Schwarz, der einen durch die komplette Polizeistation verfolgt. Und selbst wenn man ihn versucht zu stoppen, man kann ihn mehr oder weniger nur für eine wirklich kurze Zeit betäuben. Und ansonsten folgt er einem munter durch das komplette Ding und konnte nur dank Ada, die jetzt an unserer Seite ist, gestoppt werden. Denn sie hat einen SWAT-Van in den Rhein fahren lassen und dann explodieren lassen. Ja, und danach haben wir tatsächlich jetzt hier die Polizeistation verlassen und sind jetzt auf dem Weg zu Umbrella's Secret Lab, das scheinbar irgendwo unter der Stadt ist. Jedoch, wir haben jetzt hier zum Ende vom letzten Mal gesehen, dass hier ein gigantisches Vieh ebenfalls hier unterwegs ist. Und ich freue mich nicht darauf, hier auf das Bekanntschaft zu machen. Okay, das sieht alles weniger fein aus. Interessanterweise haben wir hier angeblich nicht alles entdeckt. Ich hoffe, du hast nicht das Problem damit, dass ich da jetzt nochmal ganz kurz gucken gehe. Ich dachte wirklich, der Witz wäre einfach, man würde entweder im Verlauf noch was finden. Vielen Dank. War es das jetzt? Yes. Sweet. Mehr Munition für die Pistole. Bin mir zwar noch nicht so ganz sicher. Ich bin mir in vieler Hinsicht nicht ganz sicher, wie das jetzt hier tatsächlich weitergeht. Denn ich dachte, das Spiel findet in erster Linie in der Polizeistation statt. Und gerade weil wir noch nicht diesen letzten Schlüssel gefunden hatten, bin ich so ein bisschen davon ausgegangen, dass wir gerade eben nicht tatsächlich mit dieser Sache flüchten werden. Also mit der Karte, um das Tor aufmachen zu können. Aber jetzt sind wir hier und wir gucken einfach mal, wie das tatsächlich jetzt hier weitergeht. Again? It's not too late to turn back, Leon. No chance. You're stuck with me to the end. Ah, shit. Ja, sure, halt. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. No. Don't wait there. Oh, super. Okay, hier jetzt auf der Seite bleiben. Bleiben, bleiben, bleiben. The fuck? How? Ich dachte, ich bin den Sachen ausgewichen. Okay, also solange ich in der Ecke bleibe. Oh, das wird super nervig. Okay, also scheinbar am Anfang rechte Seite vermeiden. Jetzt wechseln wir für zwei Bissen. So, und jetzt wieder hier rüber? Scheint so. Uh-oh. Go away from there. He ain't moving. Son of a bitch.
So, und jetzt komme ich ja hier nicht raus. Oh. Hi. Leon, up here. What the hell was? Just get up here. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Das sollte also gar nicht zu denen unbedingt gehören. Okay, erklärt, warum es zerstört werden konnte. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Sicher. Oh, ein Speicherpunkt. Das auch reinkommen. Okay, ist hier sonst irgendwas? Nope. Nur wirklich in dem Fall der Speicherpunkt. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-Virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh yeah? Hey! Stop! Ada! You'll never get the G-Virus! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. You can run, Annette, but you can't hide. Wow, ich hatte nicht mit einem Charakterwechsel gerechnet. Nice. Sie sieht bei weitem jünger aus, nachdem Trenchcoat und Brille nun weg sind. Okay, finden wir mal raus. An EMF Visualizer. Use to track wiring and hack electronic equipment. Ooh. Aim while aiming hold to hack. It's secret weapon time. Yeah, I guess. Huh. Are we Batman? Sollten wir da drunter stehen? Aha. Okay. Und jetzt gucken wir, ob der Fahrstuhl funktioniert. No. Das hätte ich jetzt ruhig gefunden. Oh, der Fahrstuhl funktioniert. Hattest du noch irgendwas für uns? No. Du hast 9 Schuss. Candy from a baby. Du erwartest nicht, dass ich mit 9 Schuss allzu weit komme, oder?
Ew. Ich wollte ganz bloß noch mal so ein bisschen gucken, denn hier sind noch mal weitere Sachen. Er geht auch schon auf irgendwas anderes, aber ich sehe es von hier aus. Okay, lass uns erstmal unten gehen. Accept inspection week 1. I already put in a request last week, but we absolutely must have a replacement ID wristband ASAP. We need one to gain access to certain areas of the main facility. In other words, me and my crew can't get to the places we need to in order to do our jobs or our job right now. So I don't want to hear anyone accusing us of slacking off. Okay, Kollege ist nicht der schnellste und hier ist auch nichts mehr. Gut. Oh, hier ist viel Spielraum. Nice. Oh, da liegt jemand. Okay, das ist nicht relevant. So, gucken wir mal ganz kurz. War nicht ganz klar, wie das aufgebaut ist, weil ich glaube, wir sind nämlich hier unten, nicht da innen drin. Oh, of course. No. Nope, das ist nicht etwas, was ich mir angucken sollte. Hi. What's up? Okay, mehr Munition, yes, baby. What's this? Flashbang. Great, damit habe ich alles, aber ich weiß noch nicht, wie ich da hochkomme. Da geht's weiter, aber nicht für uns. Der Kollege hat sich vermutlich dabei kräftig die Beine gebrochen. Ist hier irgendwas? Nope. Great. Oh, come on! Wie gesagt, Reichweite ist viel zu übertrieben. Ist das Ding jetzt aus einmal magisch an? No. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier ist so viel Zeug und ich finde nicht, wo ich hin muss. Großes Kino. Ich sehe das da hinten. Da soll angeblich was sein. Ach so, ich muss mein Ding hier wieder nutzen, ey. Ach, fuck. Ich hätte das also von Anfang an nutzen sollen. Ah, jetzt muss ich mich da erstmal wieder durchschießen irgendwie. Dann, weil die meisten von denen natürlich nicht von den Schüssen hier beeindruckt werden können und ich jetzt hier vollkommen in die Ecke gedrängt bin. Fragen wir, ob es da hier irgendwo eine clevere Stelle gibt. Oder ob man wirklich hier bis zum Ende hinrennen muss. Ich rate, das ist nicht hier hinten. Doch.
Ganz, ganz hinten. Und das da auf der anderen Seite. Oh shit, der ist relativ zügig unterwegs. Das war eine Geburt. Ja, guess not. Und irgendwo eine Heilung oder ähnliches sie brauchen. Okay, geheime Tür. Oh, fuck. Wait, what? Oh, fuck. Ich muss schon wieder irgendwelche Spielchen treiben. Yep, he's on his way. Wenn man es nicht von Anfang an herausfindet, hat man geschissen. Yep. Okay, jetzt muss ich hier also dieses Spielchen spielen, während der mir hier auf den Sender gehen darf hier. Cool, danke, ja. Er hat natürlich versucht, das Ganze so zu timen, dass er davon vielleicht getroffen wird. Und natürlich nicht einfach so drin ist. Nice, der prügelt sich doch da einfach durch. Oder auch nicht. Oh boy. Das verlief bisher alles nicht wirklich gesund für uns. Ich muss jetzt natürlich gucken, wenigstens irgendwas wie ein Heilmittel zu finden. Okay, wie immer, das ist mir scheißegal. Ich hab nicht die Munition, um hier wild um mich ballern zu können. Okay, week 2, with the new wristband that just arrived, we can finally begin our survey of the demolition area. As to the report from the other day about the incinerator, it's nothing really, probably just a large piece of leftover trash. I will go take a look myself after I wrap up this report. Report of the other day, it's nothing really, okay, das sollte man vielleicht merken, vielleicht ist da irgendwas. Ich war doch nur, dass jetzt noch ein zweiter Mr. X da rausklettert oder ähnliches. Oh boy. Well, shit. Ja, das war leicht dämlich. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. And you won't die alone. So, und warum tut es das jetzt nicht? Weil wir den da brauchen. Okay. No, what? Okay, also ich muss hier die mehrmals so umlegen. What? That bitch knows what she's doing. Yeah, sure. Okay.
Jetzt mit dem Wristband können wir natürlich da jetzt auch diesen Weg einschlagen. Visitor clearance confirmed. Your ID is authorized until October 1st. Please return before this. Ja. Okay. Weißt du was? Ich speichere nochmal. Denn das würde ich mir nicht nochmal antun müssen. What is this thing? You know what? Ich von Anfang an wieder gucken, ob hier irgendwas ist. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him? So you could take credit for G. Interesting theory. You don't cooperate. I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Ada? Damn it. Okay, das war vielleicht zu einem gewissen Grad, denke ich, zu erwarten. Where are you? Ew. Huh. Oh. Doppelt ist, huh. Warum auch immer das kaputt ist. Wie zum Kuckuck bewegt man sich jetzt mit dem Ding-Dong weiter? Denn... Oh. Hat sie das überhaupt getestet, überhaupt, ob der Weg funktioniert? Oh, das ist nochmal ein neuer Save, vielen Dank. Mit Kiste. Meine Frage ist, ob man jetzt natürlich jetzt hier überlegt... kräftig aufzustocken. Wir sollten definitiv erstmal den da wegwerfen. Haben wir aber die überhaupt noch brauchen? Lass mich mal ganz kurz wirklich schon mal Inventory Management spielen. Ich schmeiß die ganz kurz erstmal hier rein. Wir haben theoretisch genug an normaler Munition aktuell mit 48 insgesamt. Wir könnten ernsthaft überlegen, mehr Mag-Ammo zu nehmen oder mehr Shotgun-Ammo. Mit 14 ist nämlich auch noch nicht unbedingt die Welt. Ich kann mal halbe machen. Eins so, aber da bin ich jetzt so frei, speichere mal. Denn wie man sich vorstellen kann, da will ich jetzt erstmal nicht einfach wild herumprobieren. Und dann realisieren, das war eine dumme Idee oder ähnliches. Gut. Wir kombinieren zweimal das Gleiche. Genau. Und wir kombinieren das so. Okay. Was haben wir denn noch? Ich denke, jetzt sollten wir gucken, dass wir... Oh, 3 ist das Maximum, okay. Dass wir ruhig aufstocken an Zeug.
Frage mich aber noch, ob das hier vielleicht nicht sogar sich lohnt. Aber mir missfällt halt die Idee, dass ich dreimal schieße. Sonst hätte ich immer noch den USB-Dongle bei mir schleppe. Aber solange da halt kein Haken dran ist. Ja, okay. Also das würde es für jetzt erstmal sein. Wie gesagt, ich habe den Safe vor dem herumgespiele. Ah, shit. Du willst doch nicht, dass ich da runtergehe. Yes, you do. Great. Denn ich gehe natürlich davon aus, dass jetzt hier unten... Ah, shit. Ich mich vermutlich nicht... That's a pleasant smell. Ich vor irgendwas... Interessant. Waren wir hier? No, wir wissen, okay, also hier brauchen wir wieder irgendeinen T-Handle-Dingens. Was wir interessanterweise nie gekommen hatten, um zu dieser Götterstatue da den Weg wieder zu öffnen. Das ist natürlich schön, wie du die Waffe mehr oder weniger... Na, es geht gerade so nicht unter Wasser, ist okay. Ah, shit. Irgendwas wird einen im Wasser ansprengen. Aber bisher... Nicht viele Zombies hier waren. Okay, da geht's nicht weiter, da geht's weiter. Ich hoffe mal, dass hier nicht irgendwelche Items in diesen Itemklumpen dahin so schön versteckt sind. Möglich ist es. Oh shit, da ist schon wieder irgendwas Totes. Okay, in dem Fall nicht. Ab. Oh. Du siehst ein bisschen anders aus. Aber trotzdem, das hier zu sehen... Fragwürdig. USS Digital Video Cassette. Operation Nest Wrecker 2. Okay. Alles noch neu für uns. Das sieht hier natürlich wieder Zombies auftauchen. Oh, great. Hi da oben. Ich habe keinen Schlüssel. Ha, hier kommt also doch ein bisschen mehr, als ich vielleicht ursprünglich dachte. Will ich den überhaupt triggern? Also was, für jetzt trigger ich den gar nicht erst. Electronic Part. Das sieht doch aus wie... Ich habe natürlich jetzt gerade keinen Platz dafür. Wait, what? Goddammit, Locked Door. Ich hatte gedacht, es wäre eine gute Idee, richtig schön viel Zeug mit dabei zu haben. Nur um dann jetzt das hier zu bereuen. Das war also immer noch ein bisschen zu früh gedacht. Okay, aber ich brauche dieses eine Ding. Wow, nice. Habe ich damit irgendwie... Nein, damit schaffe ich keinen Platz. Ich will eigentlich keinen Full Restore jetzt hier haben. Ja, Discard ist auch keine Option bisher. Weiß auch nichts irgendwie. Goddammit. Goddammit. Der Kollege ist aber sofort wieder aufgestanden. Meine Güte, die sind alle zu, die Dinger hier. Drehe ich jetzt hier ernsthaft wieder um, nur damit ich... Oh, come on!
So ein... Was? Ich hab die Dings gesagt. Ich hab Leertaste gedrückt. Und vor dem Spiel... Oh, great. Dann steht auf einmal der auch noch auf. Okay, jetzt habe ich über einen Grund. So ist es. Oh, jetzt fährt das da hoch. What? Okay, triff bloß nicht mit den Schüssen. Die sterben alle nicht. Ja, die sterben alle nicht. Denen ist das alles scheißegal, was hier passiert. Oh, come on. Der Typ hat jetzt 20 Schüsse gefressen. Mindestens. Geht hier damit irgendwas auf? No. God damn it. Okay, also ich kann hier neu laden. Das ist ja vollkommener bescheuerter Blödsinn hier. Also, wenn man hier wirklich auf Gegner trifft, die gefühlt mehr aushalten als ein Bossgegner, dann hat man meines Erachtens einen Fehler gemacht. Ja, dementsprechend, wir werden jetzt hier gar nichts irgendwie craften. Gar nichts irgendwie extra mitnehmen, denn scheinbar ist hier doch nochmal so ein bisschen mehr los. Also ich dachte wirklich, dass da im Wasser irgendein Vieh auf einen wartet, aber auch das war Fehlalarm. Down we go. Ich meine, guck noch mal ganz kurz. Ah. Tatsächlich. Da ist noch mal Suppe. Und dann, au. Oh. Und dann war's das. That's a pleasant smell. Gut, dann können wir hier aber wirklich halt jetzt relativ geschmeidig schnell hier durch. Einer von denen ist relevant, der hier. So, hier ist alles zu mit einer Ausnahme und ich weiß noch nicht, wie ich diese eine Ausnahme aufnehmen soll, weil sonst geht das Ding hier hoch. Oh, der hätte mich fast trotzdem noch gekriegt. Was ist das? A knife. Very knife. So, okay. Er brauchte erstmal eine Sekunde, um zu entscheiden, dass er da runtergehen will. Oh, lass mich raten. Ich muss es runter machen, damit er... Nope, okay. Wortwörtlich. Ja, ich nehm's erstmal mit. Habe ich nicht nein dazu. Irgendein Vieh im Wasser und wir müssen natürlich dort auch hin. Soll ich den irgendwie wahrnehmen können? Das da. Oh, what is this? Es legt irgendwas wie Eier. Okay. Zwei? Aber sonst nur zwei diesmal. Oh, wow. Oh, cool. Hätte also wissen sollen, dass ich da nicht schießen kann. Oh, boy, boy, boy.
Okay, ich habe keine Ahnung, wo die kleinen Viecher hin sind. Mir fehlt einer von denen. So, soll ich gegen den irgendwas machen können? What the? Ja, ich weiß nicht, wie ich dem ausweiche. Soll ich an dem vorbeikommen? Soll ich den gar nicht bekämpfen? Hi. Super. Ich hätte den vermutlich gar nicht bekämpfen können. Also mit anderen Worten, ich habe schön Munition verschwendet. Ah, super. Cable car. Interesting. Okay, Ich hoffe, habe ich nicht eingesetzt. Ah, auf der Seite. Das Ding wurde da schön reingedrückt. Yep. Come on. Copy of emails to Umbrella HQ. Director Owens. There are alarms going off all over the nest. I don't know what's going on, but I can hear gunfire and I can't reach my section chief. We are trapped. Please send help ASAP. Dr. Owens, the situation here is dire. Nest has been contaminated with the virus. It's unbelievable. The failsafe system didn't activate at all. Is this the work of outsiders? I can't imagine who else it could be, but why? Maya and Kim are dead. I can't stop coughing. Why won't you answer me? You, it was you all along. Yes, natürlich. Cool. I don't know. Nicht viel als Option. Haben wir hier irgendwo vielleicht einen Hinweis? Dass er wieder sagt, oh, es ist Mayor, Kim und irgendjemand. Ha, nicht mal ansatzweise, ey. Na, natürlich wirklich interessant, dass man hier jetzt nochmal so ein Puzzle entgegengeworfen bekommt, aber gleichzeitig, wir haben, glaube ich, auch nicht damals in der Police Station alle lösen können. Oh, das wird dann nur schieflaufen. The sound of that. Come on. Ada. I'm coming, Ada. SOAS map. Neat. Bleach. Ja, nicht ganz. Ja. Dann gucken wir doch mal. Oh, please, stop. Stop. No, 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 no. Virus. I'll bet those rats spread it. Sue's company, Pam Blood. Greetings from the CEO. Thank you for your interest in Knight's Construction Company.
Over the past 20 years, we have had the honor to work on the sewer systems of some of our country's greatest cities, while never losing sight of our two core principles of playfulness and superior industrial design. Playfulness, Vince? Okay. At KCC, we believe that just because our work is subterranean doesn't mean our design have to be subpar. More refined than a queen, more polished than a knight, and as pleasant as a pawn, our work is sure to bring great victory to everyone involved. Moment, ihr nennt euch Knights. More refined than a queen. That's not a knight. May we all meet on the field someday, the battlefield. Knights Construction Company CEO, World Chess Alliance Honorary Member, Raccoon Chess Club Honorary Advisor, Fisher Chess Lovers Guild Honorary Director, R.B. Fisher. RBF ist vermutlich auch nicht die Abkürzung dafür gewesen. Ich glaube, die ersten... wir kommen da nicht mehr hoch. Diese ersten Buchstaben waren eh nicht frei. So, gucken wir mal als erstes. Okay, das geht auf. Aha. Oh, goddammit. Plug-in 6-Plug. Okay, jetzt habe ich davon einen rausgenommen. Achso, an der Seite steht zum Teil auch dabei, was wir brauchen. Gibt es einen Grund, warum ich die dann rausnehmen sollte? Vermutlich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass hier, komm, dass hier der schon mal rein soll. What? Pretty sure the rook and knight are on the same wall and the bishop and the queen aren't next to each other. The queen and the rook were opposite each other too. Using the U area door. I lost the thing that tells you how to unlock the door to the U area during that last meta dash of a transfer. And now you have to stick one plug into each terminal, but if anyone remembers which plug goes where, please be a pal and shell by posting the info on this board. Find the plugs. Oh, goddammit. Okay, wir wissen theoretisch, wo einer von denen ist. Problem ist, hier fehlen halt sagenhafte 4, 3. Okay, wer ist jetzt hier drin? Bishop. So, was stand da jetzt dabei? Rook and Knight are on the same wall and the Bishop and Queen aren't next to each other. The Queen and the Rook were opposite each other too. Könnte es also hier sein? Wenn hier der Pawn drin ist. Oh boy. Ich sollte mich vermutlich aber erstmal um sie kümmern. Denke ich. Oh great, super, was? That works. Oh Gott, hinten, da ist schon wieder jemand am Chillen. Okay, dann besuchen wir den doch mal als erstes und werden es vermutlich sofort bereuen. Hey, what's up, buddy? Ah, boy, hier sind so viele... Er ist immer noch nicht tot. Ich meine, ich gehe auch davon aus, dass das ihn noch nicht umgebracht haben wird. To 12-8. Okay, wieder für die Shotgun vermute ich. Und die wird die Shotgun dann nur noch größer machen, richtig? Nope, interessanterweise diesmal nicht.
Antworten, so nützlich hilfreich war das dann auch wieder nicht. Jetzt geht's da runter. What? Lass uns erstmal kurz das Cable Car angucken. Hello? Red Herb. Tool, what are you? I don't know. ID wristband required for cable call entry. Okay, dementsprechend ist das hier aktuell noch nichts für uns. Delivery receipt. The items below has been delivered to the location specified in your order. One heat resistant safe. The combination is written on the side of the safe in chalk. Please remember to erase it before you use it. Tja, das haben wir schon gebacken bekommen. Da habe ich nicht mal die Hilfe gebraucht. Okay, damit haben wir auch alles hier. Ja, okay, dann werden wir... Ach, goddammit. Fall einfach ins Wasser und stirb. Ich meine, das wäre so schön, wenn die da so die gewisse Physik dabei hätten. But no. Ernsthaft, wie viele? Ist hier sonst überhaupt nichts? Okay, der Weg da nach unten. So. Ich denke, ich bin mal kurz so frei. Wo machen wir das nach oben? Die ganzen Blue-Dinger. A medium-sized tool of some sort, yes. T-Bar Valve Handle. Haben wir ansatzweise da schon gefunden, wo das gebraucht wird? Dialog. Ich kann mich schon nicht mal daran erinnern. T-Handlebar Slot. Glaubt ihr, ich laufe da ansatzweise wieder runter? Meine, ich werde es jetzt erstmal weiter mit mir herumschleppen. Noch am Boden. Da kannst du ruhig gern bleiben. Are you for real? Das war dem Gefühl scheißegal. Okay, den einen hat's wenigstens damit umgenietet. Oh, und jetzt liegt da natürlich noch einer. Oh, das öffnet jetzt den Spaß wieder zu dem einen... Oh, no. Ich habe also keine andere Wahl, außer dort wieder hinzugehen. Alle Quest? Ach so, das ist das, was ich jetzt hier automatisch habe. Okay. Oh, boy. Okay. Wait, das ist ein Herb gewesen. Hi. Das hatte ich so überhaupt nicht gesehen. Oh. Hi. Hi. Come on, lass mich einfach durch. Natürlich nicht.
lang? Oh, es geht auch hier lang. Das hatte ich auf den ersten Blick nicht gesehen. Oh Gott, damit irgendwas ist schon wieder hinter mir. Oh fuck, what is this? Alles Nest, ey. Okay. Goddammit. Hier ist so viel Zeug. Key with a label on it. To a section of the sewers. No entry zone. Okay, great. So, bevor ich mich da wie ein Dumm-Dumm runterschmeiße. Was ist jetzt hier? Cool. Von der Seite natürlich kaputt. Heißt nur von der anderen Seite. Ja, das waren die mit den Fireflies da, genau. Das heißt, wie würde ich denn da hinkommen? Ich meine, ich werde da vermutlich jetzt nochmals wieder zurückkehren dürfen. Gucken, ob ich irgendwie es an dem vorbeischaffe, ohne den halt zerlegen zu müssen. So, der eine, der da lag, ist jetzt definitiv mittlerweile aufgestanden. Der da. Der da. 3, 2, 1, no. Das Vieh ist irgendwo da hinten. Gut. Da kannst du... Oh, shit, ist da noch einer? Und wirklich zwei von denen? Für Munition. Great. Wo geht Munition für das Zeug hin? Habe ich schon... Wow. Dafür schon wieder alles aufgebraucht. Okay, mir geht's eh nicht hundertprozentig ideal. Dann sollen wir das recht sein. Das war's hier. Wo komme ich jetzt hier mit hin? Das ist relativ ulkig in der... Ah, goddammit. In der Police Station hat man sich dann so über die Zeit dran gewöhnt. Hier jedoch. Stand up. Aber hier ein Speicher. Nee, das sah aus wie ein Speicherpunkt. Ein Rollfilm? What? Warum kriege ich jetzt hier nochmal einen Rollfilm entgegengeworfen? That's fucking wild. Okay, also ich kann den einen da jetzt theoretisch rausnehmen. Weil ich ja jetzt diesen Alternativweg habe. Ich kann ja auch in den Workers Break Room noch reinkommen. Da kann ich dann vielleicht speichern. So, dafür muss ich mich nur hier erstmal irgendwie noch durchballern. Meine Chance. Die sind beide super schnell draufgegangen. What the fuck? Ah, hi, du hast auch diesmal Interesse daran mitzuspielen. Good to know. Oh, hier. Goodbye. Gunpowder, yes, kombinieren. Das soll mir hier sogar ausnahmsweise recht sein. Now, come on. Homosexuell und dann die Verfeinz.
Oh boy. Okay, also es wird schon nützlich sein, so ist nicht. Jazz Festival Flyer SZF. Screenshot. No, so nochmal ein Screenshot. Okay, das wird was zu sagen haben. Das verstehe ich auch. Where am I going? Ernsthaft, wo zum Kuckuck bin ich jetzt gerade? Underground Stairs. Oh no. I'm back here. Bin zurück in der Polizeistation. Wow, okay. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir hier so die Verbindung wieder hinkriegen. Huh. Ja, okay, wir wissen, wo wir speichern können. Und dann vermute ich, wir den Weg aufmachen können Richtung Rest der Polizeistation. Huh. Sehr, sehr wild. Gut. Dann würde ich... Okay, ich höre Viecher. Ich gehe mir nicht davon aus, dass wir hier schon theoretisch weitermachen sollen. Wir haben zwar die Möglichkeit, hier aufzumachen, aber ich wüsste jetzt hier noch nicht, was wir dann von hier aus noch machen sollten, denn uns fehlt immer noch dieser eine Schlüssel. Lustigerweise den Bereich hatten wir jetzt natürlich schon mal. Interessanterweise, dass der Raum ebenfalls rot gehalten ist, obwohl der hier in zwei aufgeteilt ist. Hier fehlt uns hier eine Flashgranate. Fehlt uns sonst noch irgendwo was? Hier fehlt uns irgendwas noch angeblich, wo ich nicht weiß, was es sein könnte. Hier ist nochmal ein Raum mit der Harddoor. Der Morgue war auch nochmal, glaube ich, eine Flashbang oder ähnliches, die wir nicht eingesammelt haben. Okay, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, mit Ausnahme von dieser einen Tür, die man von der anderen Ecke öffnen kann, warum ich da wieder hoch sollte. Heißt also, für nächstes Mal werden wir vermutlich erstmal noch weiter unten herumgucken. Aber wir wissen jetzt, wie wir hier wieder theoretisch zurückkehren können. Hurra. Okay, dann kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann.